Thank you. So, also auch hier das erste Mal durchgepowert. Und jetzt im Elysium. Also das erste Mal durchgepowert mit dem Schwert. War ja gar nicht so schwer wie in der ersten Folge gedacht. Finde ich. So. Hier haben wir leider ganz wenig Wasser. Da hast du völlig recht. Ja, hier ist ganz wenig Wasser ringsrum, was uns nicht unbedingt auf gute Fishing-Spots hoffen lassen darf oder kann. So. Hier haben wir nochmal das mit dem Ausweichen. Der Daedalus haben wir dann natürlich genauso geil gewesen. Mein Gott, bleibt mir fern. Ich hasse die Viecher. Ich hasse die Viecher. Hier ist quasi Schaden vorprogrammiert. Das ist kacke. Ist doch doof, ist das doch. Jetzt noch die Schwertkämpfer dazwischen. Ja, super. Habe ich hier irgendwo hingeschleudert? Na, Gott sei Dank. Lord Hermes. So, wir sind... Jetzt habe ich gar nicht geguckt gehabt. Wir sind hier bei... Jetzt schon 11... Was? Wir sind bei 11% Ausweichchance. Das ist ja schon geil eigentlich. Are you ready for this, boss? Got you the Premium Express this time. Absolute cream of the crop right here. You're gonna go real far. Das klingt gut. Oh, oh mein Gott. Legendär. Toll. Dein Wurf kehrt automatisch zu... Oh, das ist cool. Das ist wieder sowas, was ich gerne von vornherein hätte, weißt du, dass man darauf aufbauen kann, dem Bild. Jetzt bringt es irgendwie gar nichts mehr. Gegner lassen die Stecken schneller fallen. Toll. Deine Spezialität ist schneller. Das ist schon wieder gut. Ach, legendär hatte ich noch nie. Noch nie habe ich das gesehen hier. Aber es bringt mir auch absolut gar nichts. Weil der Wurf ist... Na gut, der Wurf ist ein Wurf, ne? Wir nehmen es mal. Cheers, Hermes. Der ist auch richtig schön langsam. Toll. Schön. Aber was macht denn der, was macht denn der an Schaden eigentlich? Ich habe absolut keine Ahnung. Sehe ich das irgendwo? Das müsstest du hier sein, ne? Keine Ahnung. Egal. So, dann müssten wir theoretisch mal in den Laden gehen. Gibt es hier jetzt irgendwo einen Fischspot? Mir fällt immer Angeln nicht ein. Ich denke immer an Fishing und nicht an Angeln. Wir gehen mal. Na toll, das ist ja jetzt nicht der Laden, sondern die Münzen. Schade. Toll, das hat richtig viel Schaden gemacht. Das ist ja unglaublich. Ich weiß, ich habe, glaube ich, sogar in die falsche Richtung gehauen. Also von daher sehr, sehr hilfreich. Ah je, das war genau die richtige Entscheidung. Ich ahne es doch jetzt schon. Kann ich das wieder... Ich glaube, das werde ich, glaube ich, verkaufen, wenn ich die Gelegenheit dazu habe. Plong, da hat das Hermes, Hermes-Gedöns hat wieder Dingens gemacht. Hat wieder Plong gemacht. So, wir könnten Lebenssaft kaufen. Machen wir auch. Wie gesagt, wir wollen hier eigentlich so hoch wie möglich unser Leben halten. Was natürlich im Generellen gewünscht ist. So, hier, Daedalus haben wir. Ich hoffe ja noch auf irgendwas, was unsere Waffe noch ein bisschen so verbessert oder so. Die gehen schön schnell down, muss ich sagen. Jetzt, wenn man sich so ein bisschen auf seine Hauptangriffe konzentriert. Mehr! Jawohl, mehr! Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich hasse die kleinen Wagen. Ist das eigentlich gewollt, dass es kleine und große Wagen sind? Ich meine, ich glaube, im Englischen heißen die Sternzeichen große Bären und kleiner Bär. Ist ja bei uns auch stellenweise der Fall. Ich glaube nicht, dass das hier deswegen der große und der kleine Streitwagen ist. Absolut keine Ahnung, nichtsdestotrotz. Wäre jetzt nur geraten. Hallo, wo lebt noch einer da hinten? Na toll. Die auch noch. Ich hasse sie, ich hasse sie, ich hasse sie. Hast du das gesehen, Stygius? Ich habe keine Ahnung, was er damit anspielen will. Dein Sportangriff trifft zweimal und fügt 30 Schaden zu. Doppelnova. Deine Spezialität trifft zweimal in einem kleineren Bereich und Gegner werden nicht mehr weggestoßen. Dein Angriff wird durch einen großen Hieb ersetzt, der 90 Basisschaden zufügt.
Ein großer Hieb. Und er stößt zurück. Und er berstet. Ja? Stygius grows stronger. Wow. Das war keine gute Entscheidung. Aber 90 Basisschaden ist schon mal nicht schlecht. Ich würde gerne sehen, wie viel wir jetzt generell machen. Wir sehen also 90 plus 42%. Das ist mal eine ganz einfache Rechnung, ja, aber trotzdem hätte ich jetzt gerne eine komplette Zahl dazu stehen. Naja. So, ansonsten irgendwie Geschmeide oder sonst irgendwie noch hier rumzuliegen oder Fishing Spot. Ich meine, hier unten sind, ist leere Luft, sind Wolken und so weiter zu sehen. Da wird es jetzt nicht zum Angeln geben, aber man weiß ja nie. So, Dionysus könnte man nochmal dazu nehmen. Würde ich sogar machen, um einfach die Gelegenheit zu bekommen, wirklich noch einen zweiten Dot drauf zu bekommen. Hallo Minotaurus. So, jetzt große Waffe gegen große Waffe. Na super. That's a low blow, sir. I thought you were the big honorable type. You mock my sense of honor. Common tactic. Du verhöhnst mich, sagt er, nachdem er meint, ich wäre der Kurze. Na toll. Oh, da hat er mich einmal getroffen. Toll. Ja, ganz toll gemacht, Junge. Die ganzen Dinger, die um ihn rumkreisen hier, für die Pfeile. Total lustig. Irgendwann treffen die mal. Irgendwann. Jetzt geht er wieder los, ja. Super. Ich wollte gerade sagen, jetzt macht er wieder irgendwas, aber er wollte anscheinend nur ein bisschen rumstehen. Bewegungslos und unverwundbar. Au. Ob es hier auch die Möglichkeit gibt, ihn direkt zu hauen? Wahrscheinlich nicht. Gut, das reicht. Vielen Dank für die Kampfübung, Knirps. Ich bin froh, dass wir uns das zur Gewohnheit gemacht haben. Oder machen konnten. Du Penner, Alter, mit deiner hässlichen Höhlenschlangenlocke da oben, ey. Mann. Verzieh dich, Penner. Well fought, Asterius. Finde ich nervig, den Kampf. Weißt du, man schlägt sich soweit ganz gut und dann wird man hier einfach mal mehr oder weniger zwangsweise runtergeprügelt. Nervig. Sehr nervig. Hallo, Dionysus. Oh, no way, Zag. Looking like you got yourself a gift from old Poseidon there. He's quite the catch, but here, hope you save some room for more. Meint er den Fisch? Oder das Schwert? Weiß ich nicht. Okay, lass mal sehen. Positive Einstellung. Bei 40% oder weniger nimmst du weniger Schaden. Das wäre ganz geil. Würde den Tod generell mal ein bisschen herauszögern. Dein Sport setzt gegen deine Nähe des Ausgangspunktes Gift aus. Soll heißen, ich muss jetzt meine Spezialattacke machen und dann wegsporten und dann ist der Typ zweimal gedottet, wer auch immer. Und dann kann ich ihn vermöbeln. Toll. Das, ja, weiß ich nicht. Ich nehme, dann würde ich aber doch lieber das Epische nehmen hier. Mann. Let's liven things up. Zeit zwar verwechseln, was es ist. 40%, ne? Ab 40% Lebensgedöns nehmen wir weniger Schaden. Würde gerne. Ach, der Typ schon wieder. Ich würde gerne was verkaufen wollen können. Das sind doch riesige Schmetterlinge hier oben. Aber ich glaube, der Hügel ist auch ein bisschen näher, ne? Wenn man die großen Speere da sieht. So, hallo. Kicher. Still toiling around within Elysium, I see. Battling my brethren. In the name of glory, is that it? Klar, immer. Glory, Ehre und Sex und Rock'n'Roll, verstehst du? I'm heading for the surface. Though your brethren are slowing me down. Whether for glory or at my father's behest. Echt jetzt? Your father? Ah, that's right. But you're the prince, aren't you? You must see plainly then, what your birthright amounts to. You're no better off than any of us here. Now go. Okay, mein Geburtsrecht ist es, hier quasi zu bleiben und zu vergammeln. Sehr schön. So, und auch du hast nichts Vernünftiges hier. Eine Ladung von Todesverachtung zurück. Haben wir noch nicht gebraucht. Sehr gut.
Bei den nächsten 5 Kammern erhältst du betreten Leben zurück. Okay, das ist schon wieder nicht schlecht und ich glaube, das nehmen wir auch. Thanks a lot. Genau. So, lass mal sehen. 260, wir könnten. Wir gehen zum Laden. Wir gehen definitiv zum Laden. So, Fishing Point. Es war noch nicht. Fishing Point. Oh, hat er gesagt. Hat er gesagt. Da ist es. Betrachten. Ach nee. The multitudinous riches of both the surface and the underworld are hoarded by the river Boten Charon, whose services are often tendered to the wealthiest within Elysium. Schön. He really gets around. Stimmt, da ist sein Boot, ne? Cool. Ist mir noch nie aufgefallen, dass er sich hier sein Boot mitnimmt. Und wo alles der Styx langläuft. Das ist total lustig. So, mal gucken, ob wir jetzt noch was Schönes fangen. Stillhalten. 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 Da, jetzt. Ein Scharpfen. Es ist eine sehr seltsame Übersetzung. Kerberus statt Cerberus und Scharpfen statt Karpfen. Was zur Hölle? Verstehe es halt absolut nicht. Was die hier mit der Übersetzung, was die da geraucht haben, ey. Ich weiß nicht, ich muss das mal so sammeln und echt mal einen Bug-Report schreiben. Na gut. Lass mal sehen, definitiv dich. Genau. Feuerstein suchende Pfeil ab, den könnte man erhöhen. Das wäre ganz nett eigentlich. Wir könnten auch einfach mal unseren Angriffsschaden erhöhen. Da der sowieso schon richtig fett ist. Und den Rest können wir uns direkt auch nochmal leisten. Dann sind wir ein bisschen leerer. Und unser Glücksgefühl für das Loot ein bisschen besser. So, Artemis oder nochmal so ein Power-Apfel. Ich hätte gern. Ich hoffe halt darauf, dass wir wirklich nochmal den Perk von ihr bekommen, dass alles kritten kann. Finde ich gerade jetzt ganz geil mit unserem fetten, starken Angriff. More Bright Swords. Bright Swords! Worthless. Muss aufpassen, dass ich die auch kaputt haue, wenn sie kaputt sind. Muss man nämlich zweimal hauen. Zweimal töten. Wo ist er hin? Achso, ist schon tot. Also bei dem großen Angriff verraffe ich es manchmal anzugreifen, statt zu dashen. Ah, die gehen mir jetzt schon wieder auf die Nüsse. Ich hasse es. Ich hasse diese kleinen verdammten Streitwagen, ey, ohne Mist. Das sind einfach so eine verdammten Selbstmordviecher. Die garantiert in irgendeiner Form Schaden machen, wenn sie zu nahe kommen. Das ist nervig. Vor allen Dingen als Nahkämpfer. In the name of Hades. So. Hier, da ist er. Jeder Schaden, den du zufügst, kann potenziell Crit sein. 4% ist nicht schlecht. Ist super. Und Crit heißt 200%. Und bei 90 Grundschaden von unserer Basisattacke ist das sehr viel. Das mit der Truhenprüfung, die muss ich mir vielleicht nochmal vornehmen. Aber 100 Kohlen, weiß ich nicht, ob sich das lohnt. So, wir nehmen hier. Wie viel Geschmeide haben wir denn? 46. Okay. Nee. Ja, wir müssen ja irgendwann mal vorankommen. Also ein bisschen Geschmeide müssen wir schon sammeln. Damn it, one's come back. Ja. Ich kümmere mich ja. Ich habe nur zwei Hände. Komm mal klar. Es war so klar, dass der Bogenschütze zurückkommt. Wenn ich den jetzt auch treffen würde, wäre das richtig geil. Also wenn ich treffe, dann treffe ich hart. Das muss man sagen. Aber erstmal treffen. Nicht so oft vom Bogenschützen getroffen werden, ja. Hallo. Ey, die dämlichen Kristalle haben gerade schön dafür gesorgt, dass so ein ausgezeiteter Bogenschütze unverwundbar war. Fand ich jetzt ein bisschen kacke gerade.
Echt jetzt, wie die Pest, ey. Die gehen ja auch in dem ganzen Chaos stellenweise total unter. Die verdammten Viecher. Ich bin echt gespannt, was es mit den Fischen auf sich hat. Ohne Mist. Die werden wahrscheinlich bestimmt irgendwo bloß rumlungern. Und ich suche hier auch gerade so einen Verkaufstisch. Eigentlich. Ich will das Ding mit unserem Spezial verkaufen, weil das brauche ich nicht. So, laden. Komm, laden. Wir müssen unbedingt laden. Die Meta wäre jetzt auch nicht schlecht gewesen, weil mit 100 Münzen kommen wir ja eigentlich nicht wirklich weit hier. Mit noch nicht mal 100 Münzen. So. Wir können uns fast gar nichts leisten. Sehr gut. 143 Finsternis, naja. So, er sagt nichts von wegen Fishing Spot. Das heißt, ja, wir gehen einfach mal weiter. Mir fällt jetzt schon wieder der Daumen ab, ey. Mann. Gentlemen. Hallo, ihr beiden Penner. I have recovered, as you can plainly see, Monster. Klar. As has Asterius. And this time, we are filled with renewed vigor to destroy. Wird wahrscheinlich sogar klappen. Wird wahrscheinlich sogar klappen, weil in das Schwert hat sich eigentlich nicht so wirklich Hoffnung. So we're locked in an endless cycle of violence, basically. I guess that's one way for you to pass the time here in this stodgy place. Das Problem ist nicht der Minotaurus, sondern der Typ, der hinten steht und mich ab und zu mit dem Bogen beballert. You take that back about Elysium. Or better, I shall make you eat those careless, inappropriate remarks. Mm-hmm. Come as... Bla bla bla. Hold, you monster! Cower uncontrollably, you monster! There's naught else you can do against my might. Komm mal runter, Minotaurus, komm mal bitte hier runter. Ich will ein bisschen weiter weg von dem Kollegen stehen. Au, damit ich genau sowas nicht passiert. Au! Kommt mir auch noch hinterher, der Idiot. Also der andere Idiot. Hier ist er wieder, hier ist unser Held. Hier, der Sargeus-Anhänger. Finde ich lustig. Hallo, wo ist denn jetzt hier? Hallo, die Minotaurus kommt nicht klar. Au. Trifft ihn doch am besten jedes Mal, ey. So, Nummer 1 ist tot. Ich hätte den anderen schon mal ein bisschen beballern müssen. Er könnte echt mal treffen. Es nervt ein bisschen, dass der große, starke Angriff halt sehr, sehr frontal funktioniert. Und nicht mehr so breit wie vorher. Hallo? Ja. Wie ich das... Mann, wie ich das hasse. Ey. Das war gescheatet. Denn da war nämlich gerade gar kein Blitz auf dem Boden vorher. Gottes Willen. Hätte ich nicht mitgerechnet, ehrlich gesagt. Vor allem nicht ohne Tod getrotzt. Who's Champion now? Genau. Wer ist hier der Champion? Erzähl mal. Souvenir. I won again, Shade, thanks to your support. Genau. Danke. Dank dir, Schatten. Nur du. Du bist ja mein treuer Fan. Finde ich gut. Der eine, weißt du? Der eine rot gefärbte Shade. Herrlich. Okay. Schön. Sir, stood the finest of Elysium.
detecting a pattern yet, Father. Okay, so, wir müssen es jetzt einfach mal probieren. Ich werde jetzt mal den Zahn mitnehmen. Might help. So, aber heißt das jetzt, dass wir trotzdem unsere Ausweichchance verloren haben? Ich sehe es halt nirgends. Das ist so total doof eigentlich. Jetzt haben wir hier quasi Ewigkeiten an diesem Ausweichschaden gearbeitet. Und das bringt absolut nichts, weil wir jetzt den Zahn haben. Das ist doch doof. Steht das hier irgendwo oben? Ich habe keine Ahnung. Was ist das? Weiß ich nicht. Also auf jeden Fall verkaufen werden wir dich hier, weil ich dich nicht brauche. Das hat 415 Tacken gebracht. Ich bin begeistert. So, das heißt, wir können uns ein wenig Leben gönnen. Den Truhenaufspürer brauchen wir nicht und den Kuss des Glücks. Eine Ladung von Todesverachtung zurück. Heißt das, wir haben ja jetzt einmal tot getrotzt und wir haben auch noch den Zahn. Aber wir haben ja nur einmal tot getrotzt. Deswegen bringt das, glaube ich, nichts, wenn ich jetzt hier noch mehr ausgebe. Ich traue mich halt nicht, meine Kohlen jetzt dafür auszugeben, um dann zu merken, dass es zwar die Kohlen abgezogen hat, aber nichts gebracht hat. Deswegen lassen wir das. Ich schaffe das. Meine Güte, wir schaffen das. Und zwar schon seit einer Stunde. Insgesamt. Also willkommen im Montag. Willkommen bei euch im Montag. Nee, im Dienstag. Entschuldigung, mein Fehler. Nee, Montag. Montag, stimmt. Passt schon. So, haben wir hier irgendwo einen Fishing-Spot? Nein, wer hätte es erwartet? Und leider aber auch keine Kohlen. Also keine Vasen mit Kohlen. Haben wir hier irgendwo einen Fishing-Spot? Hallo. Father must have put you up to this. Nee, ne? Auch nicht. Schade. Schade, schade. Also drei Fishing-Spots bis jetzt. Mehr oder weniger auf jeder Ebene mal was gefunden. Oh, siehst du, wir können uns mit unseren Kohlen können wir uns das ein oder andere hier schon leisten. Weiß ich nicht. Wir könnten noch ein bisschen sparen. Aber das bringt auch bloß was, wenn wir auf Hermes gehen würden. Und auf Hermes würde ich sogar versuchen zu gehen. Weil wir immer noch die generelle Ausweichchance gebrauchen könnten. Aber ein bisschen mehr Leben wäre auch ganz geil. Ach Gott, mal. Entscheidungen. Mehr Leben wäre richtig gut. Fuck. Ich kann mich nicht entscheiden. Ich lasse es mal. Ich lasse es mal noch eine Runde. Man weiß ja nie. Vielleicht kommt da noch eine Eingebung. Was haben wir hier überhaupt? Hier haben wir auch noch mal... Artemis, okay. Gehen wir direkt als erstes rein. Meine Güte. Hello. Hallo. Mensch, jetzt habe ich gerade gar nicht so hingeguckt. Ich hasse das Giftgedöns. Ich hasse das Giftgedöns. Das geht mir so auf die Eier auch. So unnötig eigentlich. Au. Okay, kontrolliert auf die Fresse hauen. Das sollte ja sowieso die Devise hier sein, aber ist gar nicht so leicht. Wo ist die Vase? Hier ist die Vase, alles klar. Läuft ja. Läuft ja, wenn ich einfach nur drauf hacke wie ein Wani, geht's eigentlich. Das ist schon wieder fies, was er hier macht. Na, Gott sei Dank habe ich den Wellenangriff mitgenommen. Haben wir noch was? Geht hier noch was? Hä? Ach, hier ist noch eine Ratte. Meine Güte, noch eine Ratte. Ach, du auch noch. Schön. Hier hinten tut auch einer Säure schmeißen. Na, klasse. Wie bekommt denn hier noch? Sind mit euch nicht in Ordnung? Nest. Ja, Nest, habe ich gesehen. Ich habe ihn auch gesehen, Junge. Gottes Willen. Hear me on my authority. So. Nachdem ein Gegner kritisch Schaden zugefügt hast, wird ein Gegner in der Nähe markiert. Das kennen wir ja schon. Mein Wurf sucht Gegner, ist mir egal. Die Sportangriffschaden, so und so viel Prozent. Okay, ja, immer her damit. I'm honored. Immer her damit, alles klar. Schaden kannst du nicht verlieren, weil wir ja mehrere Sportze haben. Going back. So, jetzt haben wir 588 Münzen. How goes it, mate? Oh. Ah, hallo, Fishing Spot. Looks like a good spot. So, wieder schön drauf warten. Oh, diesmal kann man eher.
Ein Gupp. Ein Guppy quasi. Kennt ihr die? Die gibt's wirklich, die Guppies. Okay, so, das heißt, wir gucken definitiv bei ihm hier. Bei Hermes, weil ich möchte noch die generelle Ausweichchance, die hier leider gerade nicht zur Verfügung steht. Schade. Dein Angriff ist schneller, toll. Oh, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Wir haben ja einen langsam schnellen Angriff, langsam starken Angriff. Dass der jetzt ein bisschen schneller kommt, ist natürlich klasse. So, ich hätte mir jetzt gerne noch das Leben halt geleistet hier. Dann müssen wir, glaube ich, noch eine Runde sparen. So, gehen wir auf Nummer sicher oder gehen wir auf Nummer Stärke? Ich will es eigentlich nicht riskieren. Ich weiß genau, wenn ich da reingehe, verliere ich einmal Todfrotzen. Könnte ich wetten. Ich könnte es wetten. Ich könnte es wetten. Wenn die Dinge alle so schnell laufen würden. Ist aber nicht der Fall. Wird definitiv nicht der Fall sein. Und ein bisschen Leben verliere ich trotzdem immer. Solange ich es ja irgendwie staggern kann, so wie jetzt hier in dem Fall, ist alles okay. Aber es klappt halt nicht immer. Wir haben es in dem letzten Räumchen gesehen. Aber immer mal wieder. Sehr schön. Gottes Willen. Und auf den Chefkampf, auf den Hardeskampf freue ich mich echt absolut nicht. Was, wir sind schon da? Das war doch erst Raum 2. Sehr seltsam. Good enough to eat. So, was haben wir denn hier? Power-Apfel, Rückendeckung, Pfeilschaden, okay. Mein Angriff fügt mir Schaden zu, ja. Bossschaden. 14%. Okay. Your Gaben with Knockback. Also mein normaler Angriff sollte jetzt 14% mehr Schaden an Gegnern machen, aber 2% mehr Schaden an Bossgegnern ist nicht so gut wie 10% mehr Schaden im Generellen. Deswegen gehen wir mal auf den hier. Thank you for your support. So, hier haben wir den Sack mit Gelumpe. Yum. Und hier haben wir noch ein ganz leckeres Gesöff. Sehr schön. So, das heißt, wir könnten jetzt schon weitermachen. Ich würde zumindest noch in die beiden rein wollen. Es gibt bestimmt ein Achievement, auch wenn man alle 5 macht hier. Könnte ich wetten. Aber ist das jetzt so wichtig? Naja, ich meine, eigentlich können wir es einfach mal genießen hier zu sein. Weil ich, wie gesagt, also eigentlich glaube ich nicht, dass wir den Chef schaffen. Was gibt's denn hier zu kaufen? Ach, ihr habt eine Faden nochmal. Na gerne doch. Warum eigentlich nicht? Schaden kann es nicht. Das Geld brauchen wir eh langsam, aber sicher nicht mehr. Haben wir noch mehr? Oh, hier schon wieder. Was haben wir denn hier noch? Nochmal verkaufen. Nee, verkaufen wollte ich jetzt eigentlich gerade nichts. Alles okay. Es sind immer so ganz kleine Attacken, weißt du? Langsamer nähert sich das Eichhörnchen. In dem Fall hier die Ratten. Also, irgendwas macht immer in irgendeiner Form Schaden. Das ist scheiße. Ja, wie er hier. Der mich einfach mal zwischendurch vergiftet hat, obwohl er mich eigentlich gar nicht getroffen haben sollte. Ich höre doch was. Noch einer. Ich höre immer noch was. Ach Gott, da, ja, alles klar. Ja, du mich doch zweimal vergiftet, du Penner. Hallo, ich war gerade bei dem Teich hier. So eine dumme Sau, ey. Lebt er noch? Hier, noch einer. Oh Gott, ey. Ihr seht schon, ich werd's noch schaffen und hier an diesen dreckigen, verdammten Ratten verrecken, ey. Gott, echt hat mich. Hat mich fast erwischt, da hat er recht. So, haben wir noch irgendwo was hier? Nein, alles klar. Okay, dann kann es ja weitergehen. Machen wir die letzte Runde noch? Ich denke schon. Force Heights. I can leave or explore more tunnels. Ja, da hat er völlig recht. Und das machen wir auch. Wie gesagt, irgendwie bin ich der Meinung, da gibt es bestimmt noch was, wenn wir alle 5 haben. Ja, danke. Ich weiß, du kommst rein, hast noch nichts gemacht und wirst sofort wieder vergiftet.
Bitte entgiften, dankeschön. Gibt auch jedes Mal wieder Kohlen, also so ist ja nicht. Nee, das war. Ich hab's so weit geschafft. Wie weit zählt das jetzt eigentlich mit dem weitesten Punkt hier? Würde mich mal interessieren. Wenn wir nach 3 Kammern zu Hades gehen, ist das dann weniger weit, als wenn wir nach 5 Kammern zu Hades gehen? Ich hab absolut keine Ahnung. Könnte mir mal einer erklären. Oder auch nicht. Muss nicht sein. War nur eine allgemeine Frage. So, wir nehmen uns eine Ratte nach der anderen vor hier. Eieiei. Uiuiuiui. Dem habe ich nicht gerechnet. Ja, da könnt ihr mal wieder aufhören, auf die Klingenbeile zu fallen. Und einmal totgetrotzt. Sehr schön. Während uns hinten die Ratte beschäftigt. Wenn wir von der anderen Seite des Raums vollgerotzt. Na super. Ist noch jemand hier? Na klar. Poison. Totgetrotzt. Toll, da war auch unser Zahn weg. Sehr schön. Klasse, ich stehe drauf. Dass die Pfeile nicht vernünftig treffen, ist nervt doch total. Ich hab das jetzt die Folge ganz oft bemerkt, dass die Pfeile immer um die Gegner rumrotieren und so einen grünen Kreis bilden, aber nicht wirklich treffen. Toll. Sehr hilfreich auf jeden Fall. So, was haben wir denn hier nochmal von Demeter? Heißhungrige Welle, wenn du keine Bla hast, ist mir egal. Oh, achso, mein Sport kann ersetzt werden. Na super, und Demeters Beistand. Alles sehr sinnlos. Alles sehr sinnlos. Ja toll, jetzt haben wir da unten den Meter und können den Meter von dem Meter und kriegen den nicht vernünftig aufgefüllt, weil nicht mehr genug Raum da ist. Ach guck mal, einmal dich können wir noch mitnehmen, das ist schön. Aber das ist jetzt auch unser letztes bisschen Leben, was wir hier haben. Habt ihr nochmal Futter? Nee, ne? Schön eigentlich. Toll. Ich will nochmal hier rein. Ich mach das jetzt einfach mal. Ist mir heute egal, ob wir den Chef besiegen oder nicht. Ich will mal testen, wenn wir schaffen, ob's was bringt halt, dass man Dankeschön, Fallen tut. Ob's was bringt, dass man alle Kammern abgearbeitet hat, außer das Logische, dass man halt aus jeder Kammer eine Belohnung mitbekommt. Da ist eine ganze Menge Münzen, 32, toll. Aber ich weiß noch nicht mal, ob was wirklich schaffen wird. Guck mal hier, die sind so schnell. Die sind so schnell, die verschissenen Ratten, dass du es nicht mal schaffst, die abzuwehren, bevor sie ran sind, ey. Aber bis jetzt ging es ja ganz gut. Hier ist immer was zu verkaufen. Ah, nee, einkaufen, meine Güte. Ich fast verlesen. Yuki! Ja. Das sieht ja auch so wieder sehr übersichtlich aus hier. Wow. Ja, hau doch mal ab jetzt hier. Wollte mich gerade um den Pott kümmern und da kommen die dämlichen Ratten an hier. Gottes Willen. Also sind wir auch schon fertig. Sehr schön. So, jetzt haben wir alle 5 Kammern bedingst. Ach, siehste. Achievement, ja, von wegen, wir haben ja gar keine Achievements. Es ist ja nicht Steam. Es ist ja Epic Game Store. Aber könnte ja in-game auch was geben. Weiß nicht. Mir ist nichts aufgefallen. Was leuchtet hier so fröhlich vor sich hin? Positive Einstellung. Ach so, ja, bei 40% oder weniger nimmst du weniger Schaden. Schön. Das heißt, ich habe 40% weniger 40% Leben. Das heißt, ich bekomme weniger Schaden. Schön, du hältst Bla, wenn du Bla erwirbst. Toll, ich halte jetzt ein Bla, das ist schön.
jetzt dein Leben nach einem Scharmützel gering. Das bringt mir jetzt auch gar nichts. So, hier, nehmen wir das hier. Strong Star. So, bekommen ein Nektar, das ist schön, und ein bisschen Leben. Wie gesagt, also ich bin jetzt sehr zuversichtlich, dass wir den Kampf hier nicht gewinnen. Aber naja. Thus has the prince again persuaded fearsome Cerberus to get out of his way. Es wird ein sehr kurzer Kampf, könnte ich jetzt schon wetten. Aber was soll's, dafür war die Folge reichlich lang. 120 Minuten fast, meine Fresse. Klare Bestechung. Haben wir jetzt vielleicht noch die Gelegenheit, hier mal zu angeln? Nein, hätte ja klappen können. Alles klar. Gut, dann auf in den sicheren Tod. Der Kampf ist mir so über. Hades hat so eine fette Reichweite, vor allen Dingen einen Rundumschlag, ja, den er auch vorher nochmal kurz die Richtung ändert, der Penner, ey. Frische, kalte Luft. Warum friemelt das da hinten oben so eine Ecke? This cold white substance falling slowly from the heavens. Snow, they call it. Look carefully upon each fleck. Nee. Tiny crystals, but structurally weak. Aha. They melt. This surface realm, it is held up by mine. Bla bla bla. If you're quite finished teaching me about this snow phenomenon, can we get on with brutally trying to kill each other here? Genau, ich bin hier, um dich zu vermoppen. You wish to have your mortal colored blood spill once again upon this bed of snow, then fine. Ja, dafür bin ich hier. Bla bla bla, ehrwürdiger Hades. Ehrwürdiger vor allen Dingen. War der schon immer ehrwürdig? Observe. Hat so eine absurde Reichweite, der Penner, ey. Und er hat den Speer dabei, ne? Hat er schon immer den Speer dabei? Und da ist er auch schon tot, alles klar. Remember that I vanquished the Titans, boy. Ja, ja, ja. Ich konnte es mir denken. Also, wir haben viel zu wenig Leben gehabt. Ja, wir hätten mindestens einmal nicht dem Tod trotzen müssen vorher. Dann hätten wir noch ein bisschen mehr gehabt. Aber ich wollte das halt mal testen. Wie gesagt, war aber an sich von der Sache her keine schlechte Folge. Nicht sehr erfolgreich, aber zumindest erfolgreich und reichhaltig an Wissen und Fischen. Na gut, dann wäre es das hier heute gewesen mit der Folge Hades. Ich hoffe, es hat gefallen, ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Start in die neue Woche. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssili.